Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play OMSI 2. Eine kleine Review. Und es ist ein bisschen laut. Wir schauen uns den, in Anführungsstrichen, portugiesischen MAN Lion City an, den NG 313 bzw. 233. Die CNG-Variante gibt es davon. Und ja, es gab... Muss mal das Mikro ein bisschen richten. So, also es gab ja schon einige Reviews und ich dachte mir, wir gucken uns den mal an. Ich habe eigentlich im TS deutlich gemacht, dass ich mir die Kiste nicht zulege, aber sie macht mich irgendwie doch neugierig. Es gibt viele verschiedene Varianten. Ich meine, es sind 12 an der Zahl. Ihr könnt über die ZWA-Befehle in den Repaints auch noch so ein bisschen was ändern mit Sprache und alles Mögliche. Ich habe jetzt mal nichts großartig verändert, sondern einfach mal das Repaint Basic Black genommen. Und ja, in 11 Minuten geht's los. Wir wollen uns das Ganze aber erstmal angucken. Schade finde ich... mal den Fahrplan gerade wegmachen. Ja, wir haben hier ein Mercedes-Dashboard etwas abgeändert. Man sieht es hier, Taster fehlen. Finde ich schon mal gut, dass die rausgeflogen sind. Ja, aber ich weiß nicht. Es passt meiner Meinung nach einfach nicht. Dazu dann die portugiesische Ibis-Variante, das... sogenannte Tecmec, beziehungsweise ist wohl die englische Variante. Ich kenne mich damit so überhaupt nicht aus. Oder es ist wahrscheinlich die Sprache, weil die Language ist auf Englisch. An sich ist es ein ganz netter Bus. Es ist natürlich kein Ersatz für die Stadtbusfamilie, aber es ist irgendwie, ja, interessant. Türchen geht auf, Fahrertür ist animiert. Hier haben wir die Kasse. So, nur der Ticketverkauf tut's irgendwie nicht. Warum auch immer. Bin ich mal gespannt, wenn jemand ein Ticket haben will, was ich dann mache. ich bin das Handbuch mal überflogen. Was habe ich denn da unten? Aha, okay. Ja, er ist... Ja, ich weiß nicht. Er ist interessant, sagen wir es mal so. Wenn wir uns das Ganze aus dem Innenraum angucken, ich habe mal die Fahrgast-Innenraumbeleuchtung angemacht mit der Taste. Jetzt geht sie nicht mehr aus und nicht mehr an. Das ist interessant, das ist 6 vorne. Mit 7 tut sich jetzt nichts. Eigentlich sollte sie ausgehen, okay. Naja gut, also... Ja, er ist ganz nett. Okay, hier die Sitzposition. Ich sitze nicht auf dem Sitz, sondern ich sitze in der Heckscheibe. Nehmen wir mal so hin. Innenanzeige und hier haben wir dann für Stopp. Wir können das mal testen, indem wir mal das Knöpfchen drücken. Drück mal Knopf. Ding! Ja, Türchen. Ja gut, an das Klingeln muss man sich auch gewöhnen. Aber ich denke, das kriegt man hin. Also es steckt Arbeit und Mühe drinne. Das möchte ich niemandem absprechen, schon gar nicht dem Erbauer. Ich finde es auch ganz nett, dass man viel über die ZWA machen kann. Das bringt natürlich Spielraum. Auch die verschiedenen Matrix-Versionen, Flipdot, Labo, LED und das Ganze schön spielerisch verarbeitet, kann man machen. Kann man mal machen. So, wir lassen mal die Fahrgäste rein. Guten Tag. Guten Tag. Ja, ja, hallo. Kommt mal alle rein. Dankeschön. Das war der Entwerter, der da zu hören war. Wir fahren die 662 genau, vom Viersenplatz zum ZOB. Wir hören uns den Bus gleich auch mal an. Wir haben noch 6 Minuten. Wie gesagt, ja, über die ZWA kann man auch hier die Void-Knöpfe mit modern und die bekannte alte Variante, das kann man doch tauschen. Und vieles mehr, aber das Citaro-Dashboard, das stößt mir einfach übel auf. Das finde ich sehr, sehr schade. Joa. Na, Klappfenster und so, das passt alles, das funktioniert soweit. Okay, das funktioniert hier nicht. Das ist schade. Dafür aber das. Naja, man kann ja nicht alles haben. Ja, Sitzposition, gut.
Ach, hier steht man vorne. Das finde ich ganz nett. Das kann man so lassen. Ja, und spiegeltechnisch, doch, das ist okay. Linker Außenspiegel sieht man ganz gut. Den rechten eigentlich auch. Schildern geht ganz normal. Also ich schilder ja immer mit gedrückter STRG-Taste und dann Stern für Linie und das Geteiltzeichen, musste ich gerade nochmal gucken, für Route. Das funktioniert einwandfrei. Man kann halt die Sprachen ändern, man kann auch die Texturen ändern. Über Z war da am besten mal ins Handbuch schauen, Entschuldigung, was man da so ändern kann. Hören wir ihn uns einmal an. Starten mal. Also erstmal die Elektrik finde ich ganz interessant, wenn wir die einmal starten. Das ist halt nur... Zack. Und dann hat sich das. Geht einmal durch die Infovariante und... die Leuchtmelder blinken einmal auf. Aber der Motor... Er ist im Start kräftig. Ich kann euch nicht sagen, wie die Variante in der CNG-Form klingt, weil die fahren bei uns nicht. Aber der klingt irgendwie hoch. Na, aber gut. Vielleicht klingen die ja so, wie gesagt, ich weiß es nicht, aber er klingt für mich, weiß ich nicht, nicht so kräftig. Er schreit mehr. Ja gut, zur Beleuchtung, machen wir Licht an, hinten. Das finde ich ein bisschen hell. Ich finde, das ist ein bisschen überbeleuchtet. Das hätte etwas dezenter sein können, auch was die Blinker betrifft. Wir machen mal den Warnblinker an. Na, oder Rückwärtsgang. Aber das Licht für den Rückwärtsgang finde ich ganz okay. Okay, man hört auch den Wechsel, wenn man zwischen den Gängen wechselt. Machen wir mal Gang 1, 2, 3 oder Automatik. Das hört man schon und das sollte auch so sein. Ja, wie gesagt, bei den Blinkern und bei den Leuchtelementen allgemein finde ich nicht so prickelnd. Vorne ist es okay. Ja, Schalter sind klickbar, das hört man. Wir haben jetzt auch portugiesisches Kennzeichen hier. Wagennummer etc. CNG-Aufsatz. Es ist ordentlich verarbeitet. Für mich ist da noch ein bisschen viel Glanz drin, ein bisschen viel Lensflare, glaube ich, nennt man das. Auch am Unterboden, man sieht das ganz gut. Da könnte man noch mal ran. Aber ansonsten für einen Freeware-Bus in so vielen verschiedenen Varianten ist es in Ordnung. Ja, hier oben auch ganz dezent die Dachbeleuchtung bzw. die Matrix-Außenbeleuchtung. Das ist in Ordnung. So, wir hüpfen noch mal rein. Das Licht können wir ja ausmachen, aber warum das Licht jetzt innen nicht ausgeht? Doch, mit der Taste 9. Ach, jetzt ist der Motor an und dann haben wir auch auf einmal jetzt... Mit der 8 haben wir Halbbeleuchtung. Okay, das ist interessant. Also, ich kann mit der 9 das Licht anmachen, aber nicht mehr aus, sondern ich muss es mit der 8 ausmachen. Und wenn ich nur die 8 drücke, dann ist Halbbeleuchtung. Aber wenn ich dann nochmal die 8 drücke, geht es auch nicht mehr aus, sondern dann mit der 9. Okay. Ja, wir lassen sie mal an. Ja, die Matrix tut's im Moment nicht. Ob sie es gleich noch tut oder ob ich was vergessen habe, weiß ich nicht. Hier ist alles eingestellt. Eine Minute haben wir noch. Das funktioniert. Der Ticketdrucker tut's. Ja, der tut es, aber irgendwie habe ich da so mein Problem mit dem Wechselgeld. Naja, wir werden es sehen. Haltestellenbremse raus, beziehungsweise Feststellbremse raus. Und ich würde sagen, wir fahren einfach mal. Aber
Den habe ich nicht gesehen. Der geht aber ab. Nächste Haltestelle, Schaufelberger Straße. Matrix funktioniert. Matrix Innenanzeige. Okay, der Klang gefällt mir persönlich überhaupt nicht. Ich kann mir da nicht helfen, das, nee. Okay, aber die Matrix funktioniert hier auch Englisch, Next Stop, Schaufelberger Straße. Das ist nett. Man kennt das noch aus dem O405 Carmo. Ne, daher kommt auch das Eingabegerät zum Beispiel. Den Carmo bin ich sehr gerne gefahren. Hallo. Hallo. Von daher, das ist schon in Ordnung. Ich bin froh, dass sie funktioniert. Sollte auch so sein. Aber, nee, der Klang, das, da könnte man nochmal ran ans Reißbrett. Nächste Haltestelle, Ostrampe. Aber gut, das war beim Carmo schon so. Der Carmo klang auch gewöhnungsbedürftig anfangs, finde aber kräftiger. Wobei der Carmo war auch von Pedro. Und hier, das ist ja OMSI 2 Porto. Ich habe den Namen des Erbauers vergessen. Es tut mir leid. Fred ist auf jeden Fall unter dem Video verlinkt. Es gibt sicher Leute, die die Stadtbusfamilie nicht haben und die sagen, hey, das ist schon irgendwie eine Alternative. Und ja, das ist richtig. Es ist eine Alternative. Ob die Alternative gut ist oder nicht, muss ja, wow, am Ende jeder für sich selbst entscheiden. Mein Fall ist es nicht. Wie gesagt, ich kann nicht sagen, ob CNB so klingt. Aber vielleicht klingen die ja auch in Portugal so. Das kann ja durchaus möglich sein. Aber da muss ich echt sagen, also mit so einem Bus würde ich ungern mitfahren wollen, weil das ist ja, das ist ein Geräusch, das ist für mich, boah. Na, komm mal noch rum. Wow. Denn eine automatische Weiterschaltung? Ja, ne? Ja, hat er. Ja, Nothähne gibt es nicht. Guten Tag. Taster haben einen netten Druckpunkt, reagieren auch problemlos. Null Minutes. Halleluja. Was ist der Scheiße? Ja, tut mir leid. Nächste Haltestelle, Freiheitsplatz. So, da haben wir einen Oh, hier. Also, ne, alle Varianten sind Void-Varianten. Wir hatten einen grünen Pfeil, habe ich gesehen. Also
er klingt mehr als gewöhnungsbedürftig. So, drücken wir mal ein bisschen auf Tube. Oh! Ja gut, man kann es auch sein lassen, mit auf die Tube drücken. Oh, der schreit ja richtig. Hallo. 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 Guten Tag. Hallo. Wollen die alle gar kein Ticket? Okay. Klingt ein bisschen wie Halloween. Wow. Nächste Haltestelle, Rieddorfring. Ja, bremsen geht ganz gut. Da ist er mir sehr angenehm. Da kann man mal voll durchtreten. Ich habe auch mal kein Licht an, keine Deckenbeleuchtung. Softbox ist ja leider im Eimer. Aber Tageslicht haben wir ja genug. Das reicht jetzt soweit. Hallo. Hallo. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Okay, jetzt bin ich gespannt. Also, zack. Danke. Aha, das Wechselgeld legt er einfach dahin. Ja gut, also das mit automatischem Fahrscheinverkauf. Wie das mit dem manuellen ist... Okay, da sind Euromünzen drin. Ja, aber gut, hier ist ja Sittingen, ist ja D-Mark. Ich habe die Geld gefunden. Das finde ich ganz nett. So, zack. Scheine habe ich aber keine. Also müsste ich ihr alles immer im Kleingeld. Was habe ich denn da hinter mir für einen Bus gerade? Ah, Mercedes, aber... Was? Kein Sittingen Repaint? Gut. So, Vollgas. Ja, auch hier, also man hat sehr viel Glanz. Nächste Haltestelle, Rathaus Sittingen. Ja, Unfall, ich weiß. Ja, aber das Mercedes Dashboard... Das ist echt so ein Punkt, der mir sehr negativ auffällt. Passt einfach nicht in einen MAN-Bus. Oh, der schreit! Halleluja! Aber... Hallo. Hallo. Der Warnblinker leuchtet mit. Das ist wieder was für mich. Das weiß ich gar nicht. Geht der Blinker aus mit... Zentrierstellung des Lenkrades? Weiß ich gar nicht. Muss ich gleich mal gucken. Nein. Der Blinker geht nicht aus mit Zentrierstellung, also müssen wir ihn manuell abschalten. Alles klar. So. Boah,
Wow, okay. Wow. Hallo. Guten Tag, einmal Kurzstrecke, ja. Dankeschön. Bitteschön. Lidl. Doch, er schaltet wohl. Sobald die Zentrierstellung richtig drin ist, schaltet er den Blinker. Alles klar. Dann habe ich nichts gesagt. Er klingt gewöhnungsbedürftig. Hallo. Weil ich finde, so für Stettin zum Beispiel, da passt der bestimmt gut hin. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Oder auch auf andere ausländische Karten. Ausländische obere Kolonie. So. Hallo. Kommen Sie rein in das Schmuckstück. Nächste Haltestelle, Leibachstraße. Joa. Hui. Wie gesagt, er ist sehr gewöhnungsbedürftig. Wir machen mal das Fenster auf, dann hören wir mal was von draußen. Ja, da habe ich die Barke mitgenommen. Raus! Alle Mann, raus! Los, raus! Also ihr könnt euch den Bus wünschen. Nur bitte nicht zu oft. So, hören wir mal, wie er klingt. Nächste Haltestelle in Grünland. Ich weiß nicht, er klingt für mich nicht nach MAN. Kann mir nicht helfen. Hallo. Aber wie gesagt, A, weiß ich nicht, wie sie in Portugal klingen und B, weiß ich auch nicht, wie die CNG-Variante klingt. CNB? CNG natürlich. Haltestelle. Es ist ein interessantes Konstrukt. Ist das Westbahnhof? Hallo.
Guten Tag. Ja, ist hallo. Ich. Hallo. Schönen guten Tag. So, klemmen wir der Dame mal den Poppes ein. Scheiße. Ja, ja, ja. Hör auf zu heulen. Nächste Haltestelle, Jägerstraße, SVB, Betriebshof. Vielleicht können wir ihn hier noch mal ein bisschen pushen. Den Schreihals. So, festhalten. No. Ja, ja, ja. Passt schon irgendwie. Ein kleiner Schreihals. So, haben wir ein Seitenrollo? Ah ja, hier. Oi! Okay, das finde ich ganz... Das finde ich nett. So, wenn die Sonne sehr stark von der Seite kommt. Hier geht es dann hoch. Und hier vorne. Oh, auch schön. Hier mit dem Netz. Gegebenenfalls sieht man dann nämlich noch Hilfspfeile. Aber er ist wirklich nicht performancefressend. Also das stimmt. Der ist sehr angenehm, was Performance betrifft. Also auch in dem Thread steht ja in den Kommentaren, dass der Bus auch so konzipiert ist, dass er auch auf schlechteren PCs funktioniert. Und das würde ich durchaus unterschreiben, weil er ist wirklich jetzt, also hier... Merkst du gar nicht. Nächste Haltestelle. Oh, rot! Bernstraße. Entschuldigung! Na, sind wir heute wieder Michael Schumacher, ja? Ja. Sind wir. Boah. Ein Haltewunsch. Hallo. Einmal normal, bitte. Jo. Dankeschön. Bitteschön. Fühl dich wie ja, zu Hause, wenn es bei dir auch so laut ist. So, was mich jetzt mal interessiert, ob der auch mit offener Tür fahren kann. Hallo. Okay, also wenn hinten offen ist, nicht. Wie sieht's aus, wenn vorne offen ist? Ja! Und sie geht dann auch während der Fahrt nicht zu. Sondern nur bei sehr geringer Geschwindigkeit. Geschwindigkeit. Aber ist wieder so ein nettes Gimmick, ne? Älterer Bus und so und offene Tür. Das ist ganz nice.
So, Zopp Sittingen. Wunderbar. So. Fahrplan übrigens da in der Ecke. Aha, jetzt ging es auf der 663 weiter zur Stadtmitte, genau. Eine Ruhe. Ja, das war auf jeden Fall der MAN Line City, die war der NL. Ja, NL, wie komme ich auf NG? NL 313. NL 313? Ach man, auf jeden Fall gibt es den in zwei Varianten, 233 und ich glaube NL 313. Ich bin gerade etwas verwirrt. Er ist ganz nett, aber es ist, wie gesagt, kein Pendant zur Stadtbusfamilie. Man kann ihn fahren. Er klingt gewöhnungsbedürftig. Hat hier und da, haben wir ja gesehen, noch so ein paar Fehler. Ne? Das Glänzen zum Beispiel. Oder die Leuchtelemente außen. Ein Klappfenster, das nicht funktioniert. Von innen, ne? Nämlich das da. Das tut's nicht. Das funktioniert. Das funktioniert auch. Weiß gar nicht, wie es vorne ist. Wir können mal gucken. Vorne, das funktioniert. Das funktioniert nicht. Das soll aber ein Klappfenster sein, oder? Ja, irgendwie schon. Oder? Doch, soll eins sein. Oh. Gut. Und auf der anderen Seite dann... Das funktioniert nicht und das schon. Naja gut, es sind wie gesagt noch ein paar Fehler, die der Erbauer bestimmt beheben wird, beheben kann. Ich hoffe, dass da noch was dran gemacht wird, dass da auch noch mal ein paar Patches kommen. Ansonsten, wie gesagt, er ist fahrbar. Es ist ein nettes Gimmick. Aber mein Favorit, tut mir leid, ist er tatsächlich nicht. Wenn ihr ihn wünscht, werde ich ihn fahren, aber ansonsten verschwindet er in einer Mottenkiste bei mir, weil es so überhaupt nicht meine Variante. Aber gut, muss jeder für sich selbst entscheiden. Download-Link, wie gesagt, beziehungsweise Link zum Thread ist in der Videobeschreibung. Ich sage danke fürs Zusehen, freue mich über ein Abo, Like, Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!